Bei Wikipedia ist der See noch etwas mehr als 4 Kilometer lang und durchschnittlich 150 bis 200 Meter breit. In der trockenen Wirklichkeit des Sommers 2022 ist er weg. Da, wo bis vor kurzem der Lac de Brenay oder der Lac de Chalexon war, an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich, liegen Boote auf dem Trocknen. In Brüssel werden die Folgen des heißesten Sommers seit einem halben Jahrtausend mit Sorge analysiert. Das neueste Bulletin zur Ernteüberwachung hebt hervor, dass die außergewöhnlich heißen und trockenen Wetterbedingungen in weiten Teilen Europas die Ertragsaussichten für Sommerkulturen weiter erheblich verringern. Laut den Wissenschaftlern der Kommission bleibt das Wetter im westlichen Mittelmeerraum bis November wärmer und trockener als bisher üblich, und wir haben es bereits gesagt, die aktuelle Dürre scheint die schlimmste seit mindestens 500 Jahren zu sein. Damals lebte und lehrte in Deutschland der Reformator Martin Luther. Die Dürre ruiniert nicht nur die Ernte. Zahlreiche europäische Städte und Dörfer wie Les Bouchers-Saint-Nicolas im Südosten Frankreichs haben Probleme mit der Wasserversorgung und sind auf tägliche Tankwagenlieferungen angewiesen. Ein Hotelbesitzer: Eines Morgens gab es überhaupt kein Wasser mehr. Für unsere Hotel- und Bargäste haben wir Mineralwasser bereitgestellt, damit sie sich die Zähne putzen und wir Kaffee kochen konnten. Der niedrige Pegel von Seen und Flüssen verursacht ernsthafte Umweltprobleme mit Fischsterben an mehreren Orten und behindert oder verhindert sogar den Schiffsverkehr. Auch europäische Wälder und Felder leiden unter den Folgen intensiver Hitze und Dürre mit häufigen und heftigen Bränden. Nach Angaben des Europäischen Dürreobservatoriums herrschen auf 47% des Territoriums nach wie vor Dürrewarnbedingungen. 17% seien in Alarmbereitschaft.